Es hält nicht. Dann nimm die Kleber. Zum Glück hat die reingepasst. Mhm. Mit Brille oder ohne? Immer mit, auch wenn es scheiße aussieht. So haben sie zuletzt gesehen. Einfach versuchen, das Beste draus zu machen. Ja, sicher. Mein herzliches Beileid, Frau Meier. Wir haben Ihre Mutter jetzt fertig gemacht. Hergerichtet, wollte er sagen. Ja, ganz hübsch hergerichtet. Möchten Sie Ihre Frau Mutter vor der Trauerfeier noch einmal sehen? Ja. Hätten Sie gern Musik dabei? Ja, gern. Eher was Sakrales, Klassisches oder besondere Wünsche? Spielen Sie einfach irgendwas Trauriges. Ja, selbstverständlich. Das ist nicht meine Mutter. Wie bitte? Sie hat gesagt, dass es nicht ihre Mutter ist. Das habe ich gehört. Ich auch. Mach die Musik aus. Was? Du sollst die Musik ausmachen. Wen hast du denn da geholt? Frau Meier. Hier steht's. Mit Y. Na dann. Also, Frau Meier, Irrtum ausgeschlossen, sagt mein Kollege. Es tut mir leid, das hier ist Ihre Mutter. Ich weiß, manchmal sehen die Toten nicht mehr aus wie die Lebenden. Also nicht mehr so, wie sie mal ausgesehen haben, wenn Sie verstehen, was ich meine. Wir haben uns alle Mühe gegeben, sie Ihnen hübsch zu präsentieren. Was? Wollen Sie mich verarschen? Ich weiß doch, wie meine Mutter aussieht. Ja, natürlich. Ja, dann dann müssen wir eben nachschauen. Sehen Sie selbst? Meier. Mit Y. Mein werter Kollege hat alles richtig gemacht. Uns schreibt man aber mit AY. Du bist so ein Vollhorst. Nichts kann man dir allein überlassen. Nichts. Was soll ich denn machen, wenn die alle gleich aussehen im Kühlhaus und da immer nur die Zähne rausgucken? Lesen, korrekt lesen, du Trottel. Kann doch nicht so schwer sein. Mein Gott, Meier, mit AY, EY. Können die nicht alle gleich aussehen? Das ist mir in 25 Berufsjahren noch nicht passiert.